So, willkommen zurück. Und zwar ist jetzt hier immer noch die gleiche Mission. Dann machen wir hier. Schicke die Position an dein HUD. Machen wir hier weiter. Na los, der Vierteller. Langsam gefällst du mir. Ich sehe ihn noch. Also man muss sich echt den Schammer dran gewöhnen. Unser Junge hackt die Talents der ZSK. Was sagt ihr das? Er hat Panik bekommen. Er sitzt nicht an einem Computer. Er kann sie nur kontrollieren, wenn er ebenfalls ein DNI hat. Du bist schlau für einen Neuling, das gebe ich zu. Sie haben uns am Wickel. Ja. So kriegt man seine Kritiker zum Schweigen, Neuling. Der Mistkerl bewegt sich noch. Sind das hier eine Stadt oder was? Schneller, er darf nicht entkommen. Ah, keine Ahnung. Geht hier Speed ran oder was? Oh Mann. Verwende die Werbetafel, um die Magnetbahn zu überwinden. Ah ja, wie sieht's da? Er will ins alte Zürich. Los. Okay. Aktiviere eine neue Cyberfähigkeit. Systemlähmung. Ja, wo bist du denn hingerannt, ey? Nicht schlecht, Neuling. Nicht schlecht. Da ist er. Deine Cyberfähigkeiten sind nicht gratis. Sie aufzuladen braucht Zeit. Behalte dein HUD im Auge. Ey, ist doch scheiße, ey. Ich verstehe, wieso Taylor dich mag. Kann man sich gar nicht dran gewöhnen an den Gameplay. Der Multiplayer geht. Und der Zombie muss, aber die Single-Kampagne, ey, ja, hier. Schalte sie aus! Ist sehr bedürftig, ja. Packen wir's an! Verlier ihn nicht, Neuling! Jolo. Ja. Weißt du, was du falsch gemacht hast? Immerhin bist du kein Feigling. Alles haben wir falsch gemacht. Schnapp ihn dir, Neuling. Das ist deine Chance. Schalte ihn aus. Oh, Renier. Zack, Alter. Das lief nicht so gut, was? Ich schätze, unser Verdächtiger wird in etwa 15 Sekunden für immer das Zeitliche segnen. Das darf nicht geschehen, bevor wir die Informationen haben, die wir brauchen. Ich glaube nicht, dass er in der Lage ist, zu sprechen. Das muss er nicht. Na, jetzt nicht mehr. Er hat ein DNI. Unter Schichten aus Sicherheitsprotokollen zeichnet das DNI die früheren Erfahrungen des Subjekts auf. Unter extremen Umständen kann man diese Informationen mit Gewalt extrahieren. Du kannst tief eindringen in seine Erinnerungen, seine Gedanken, sogar sein Unterbewusstsein. Du könntest alles über die Pläne der Terroristen erfahren. Da ist doch sicher irgendwo ein Haken. Du solltest wissen, dass diese Prozedur nicht nur traumatisch für das Subjekt ist. Der damit verbundene unterbewusste Eingriff wird den Hirntod zurücklassen. Boah. Tod. Glaub mir, das ist kein schöner Abgang. Er ist sowieso schon tot. Hast du selbst gesagt. Außerdem ist er ein Terrorist. Haben wir die Mission jetzt hier endlich geschafft, oder nicht? Nee? Vor ein paar Minuten wusstest du nichts. Was weißt du jetzt? Ich weiß, wo sie sind. Sie benutzen die alten Zugtunnel für ihren Angriff. Was du durch dein DNI erfahren hast, hat die ZSK Wochen gekostet. Was sage ich wohl als nächstes? Ergebnis: Zug explodiert. Gut, dass du schwere Entscheidungen treffen kannst.
Wir sollten fortfahren. Gute Zeit. Ganz, ganz eigenartiges Spiel. Wir sind unter schwerem Beschuss! Wo bleibt die Verstärkung? Die ZSK haben die Terroristen zu dieser Position verfolgt. Hätten sie besser nicht getan. Immer noch da, was? Ist nur Gelaber. Ganz Spiel, nur Gelaber. Bist. Der Witzbold ist Peter Maretti. Er wird dir klar machen, was du jetzt für ein knallharter Scheißkerl bist. Zu dumm, dass uns das letzte Puzzleteil noch fehlt, wie sie den Sprengstoff in den Zug geschafft haben. Damit du es weißt, wenn das vorbei ist, schuldest du mir was. Ja komm, verpiss dich, du Neger. An die Arbeit. Wie du weißt, gehört es zu den Vorteilen der Black Ops, die neuesten experimentellen Waffen zu nutzen. Feuerwaffen sind sehr nützlich während des Kampfes. Aber mit dem DNI? Deine Gedanken sind die stärkste Waffe. Richten wir Schaden an. Ja komm, weiter hier. Gut gemacht, du hast eine neue Cyberfähigkeit. Kernfeuer. Probier doch mal bei diesen Feinden da vorne. Wir abrotzen hier. Der ist toast. Sehr schön. So, die Ideen sind nicht schlecht, aber der Gameplay ist ein bisschen mau. Ja. Schießt du mal. Wie bei unseren anderen Kernsystemen wählst du deine Ausrüstung. Nutze diese Systeme, um beim Feind einen taktischen Vorteil zu gewinnen. Okay. Ich habe eine zweite Cyberfähigkeit in deinem Gehirn. Glühwürmchen. Ein Schwarm brandstiftender Nanobots. Wenn was? Setz sie frei und du wirst sehen, wozu sie sind. Die Nanobots. Mann, wie soll man denn lesen, ey? Um Feinde zu blenden. Um Glühwürmchen Bots, um die zu verbrennen. Okay. Du packst das. Sehr schön. Hier fangt einer. Eigenartig hier alle. Gar nicht schlecht, Neuling. Ja, hast du so gedacht. Ja, ich will jetzt eine Waffe, alles klar. Auf dem Puff hier. Hier die Position halten! Sie setzen Rauchgranaten ein! Wenn du zur verbesserten Sicht wechselst, bist du im Dunkeln oder Rauch nicht mehr blind. Wie wär's damit? Jetzt musst du dir nie mehr Sorgen darum machen, was im Dunkeln lauert. Mit neue Nachtsichtgerät, wa? Ja. Du bist ja verrückt, ey.
verschwindet, Alter. Aber noch einer. Rennen, Alter. Langsam gefressen. Mann, ey, sind wir hier bei Robot oder was? Na, war ich nicht hier? Die Party ist noch nicht vorbei. Bewegung! Hier und dort, ne? Rennen, Alter. Jo, schieß du mal hier. Mach so weiter! Er fliegt in die Luft! Weg! Mal nachladen hier die Scheiße. Naja, hier fang. Anscheinend sind sie hier durch in die Wasseraufbereitungsanlage gekommen. Mir nach. Die Sohn hier. Sieh besser den Kopf ein. Du bist hart, aber nicht so knapp. Eine Kugel im Kopf bringt dich zu deinem Schöpfer. Schon. Alles klar. Schöne Antwort. Hau uns auf der Arbeitsebene. Oh, dann hier noch. Hier wird's heftig. Was sah voll aus hier, wa? Ah, komm ich hier hoch? Jawohl. Sauber. Das war knapp. Komm, lad nach hier. Heftig hier, Alter. Oh, Alter, hier ist kein Durchblick. Gut gemacht, Mann. Und jetzt greif auf die Tür zu. Alter. Möchte aber auch gerne mal nachladen. Ist nachgeladen, hat automatisch gemacht. Ah, klar. Hier. Es ist alles passiert. Der Computer da drüben sollte Aufschluss darüber geben, wie sie den Sprengstoff reingebracht haben. Los, verbinde dich. Ah, da ist er. Die Roboter! Sie haben die Roboter gehackt! Sie haben den Sprengstoff reingebracht! Hm.
Jetzt bin ich auf den Zug. Oh, geil. Weißt du, was ironisch ist? Eigentlich hat der Angriff der Terroristen die Entwicklung der VR-neuralen Netzwerkinitiative beschleunigt. Ohne die Angst vor Angriffen wie diesem hätten wir wahrscheinlich nicht mal das Cybersoldatenprogramm. Augenblick. Es ist 7:25. Du hast etwa 5 Minuten. Du warst schon mal hier, Neuling. So, machen wir jetzt mal Stopp und machen dann hier gleich sofort weiter. Bis später.